Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch von mir ein Favoritenvideo gewünscht und da es jetzt Ende Januar ist, dachte ich, es passt ziemlich gut, jetzt ein Januar-Favoritenvideo abzudrehen. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ich habe unter anderem Kosmetikprodukte, Pflegeprodukte, aber auch Klamotten und so weiter mit dabei. Also seid gespannt und jetzt geht's los. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und zwar ist das die Glam Glow. Vielleicht kennt ihr diese Creme. Ich habe die vor ein paar Wochen zugeschickt bekommen und war erstmal so ein bisschen skeptisch. Ich habe bis jetzt immer nur Nivea-Creme benutzt für mein Gesicht. Und dann habe ich die hier mal ausprobiert. Das ist quasi wie so eine Zwei-Phasen-Maske. Die helle Creme trägt man zuerst auf das gereinigte Gesicht abends. Und danach trägt man diese gräuliche Creme auf. Das ist wie so eine Maske. Die lässt man dann über Nacht einwirken. Und Leute, die ist der Hammer. Sie ist wirklich der Hammer. Ich schwöre euch, ich kriege dafür kein Geld oder sonstiges. Ich habe die zugeschickt bekommen, um die auszuprobieren. Und ich bin so happy damit. Die ist etwas teurer. Die kostet, glaube ich, 50 Euro. Aber es lohnt sich wirklich. Also ich würde normalerweise niemals so viel Geld für eine Creme ausgeben, aber die ist wirklich Hammer. Ich habe das Gefühl, dass seitdem ich diese Creme verwende, dass einfach meine Unreinheiten viel besser geworden sind und das Gesicht wirkt viel aufgepolsterter und frischer am nächsten Tag. Also es ist wirklich top. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann geht es weiter mit dem Produkt Nummer 2. Und zwar ist das die Kylie Bible Palette. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine Lidschatten- und Highlighter-Palette. So sieht die aus. Ihr seht, die ist auch schon ordentlich benutzt von mir. Ich liebe diese Palette. Ich benutze die wirklich jeden Tag. Diese vier Highlighter hier unten sind wirklich bomb. Diese... Alter! Das lass ich aber zu. Nein! Diese vier Highlighter hier unten sind wirklich Bombe. Ich zeige euch das jetzt mal in einer Nahaufnahme auf meiner Hand. Die sind wirklich top. Und auch die Lidschatten finde ich nicht zu krass, aber auch nicht zu leicht. Also die sind wirklich super pigmentiert. Und die Farben sind auch wirklich top, dass man die auch im Alltag tragen kann. Also diese Palette ist auf jeden Fall top und gehört zu meinen absoluten Favoriten. Und die würde ich nie wieder aus meiner Schminksammlung entfernen. Kommen wir zum nächsten Produkt. Auch wieder ein Kosmetikartikel. Und zwar ist das dieser Lipgloss von Lime Crime. Ja, ich glaube der eine oder andere von euch ist jetzt schon fast genervt, dass ich den wieder zeige. Er ist aber nicht nur ein Januar-Favorit, sondern eigentlich schon ein Jahresfavorit von mir. Ich bin so begeistert von diesem Lipgloss. Den habe ich auch meistens in meinen Videos drauf und ich wurde auch schon bei Snapchat oder bei Instagram immer wieder gefragt, unter meinen Bildern, was für ein Lipgloss das ist. Und das ist der hier, wie gesagt, von Lime Crime. Der wird super matt, wenn man den aufträgt und der hält wirklich 2 bis 3 Stunden, ohne dass der abblättert, ohne dass er sich in die Ritzen absetzt. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Und der hält wirklich unfassbar gut. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal in der Nahaufnahme, wie ich den auftrage und dann nochmal versuche wegzuwischen, weil er lässt sich einfach nicht wegwischen. Er ist wirklich ein absoluter Liebling. Dann geht es weiter auch wieder mit einem Kosmetikartikel. Und zwar ist das ein Concealer von Catrice Cosmetics. Den hatten mir einige von euch empfohlen. Der sieht so aus. Den gibt es in mehreren Farbnuancen. Ich glaube in 3 verschiedenen. Und der ist wirklich super. Also der ist sehr, sehr gut deckend. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Augenschatten. Und der deckt wirklich alles super ab. Und hält auch wirklich den ganzen Tag. Und dafür, dass der, glaube ich, nur 2 oder 3 Euro kostet, ist der wirklich top im Gegensatz zu anderen Produkten wie MAC oder sonstiges. Kommen wir zum letzten Beauty-Artikel heute und zwar ist das ein Fixing Spray von Nykes oder NYX, wie auch immer. Das war in einer Goodie Bag drin, die ich von der Fashion Week bekommen hatte und ich hatte vorher nie Fixing Sprays, ich habe es nie ausprobiert. Ich dachte immer, das ist unnötig, aber es ist wirklich top. Also ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert und ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Make-up viel besser hält als sonst, also ohne das Spray. Man hält das einfach so ein paar Zentimeter von seinem Gesicht entfernt und sprüht sich damit ein, lässt es trocknen und schon hält das Make-up wirklich den ganzen Tag. Das ist wirklich top. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich auf Amazon finde, natürlich wieder unten in der Infobox. Weiter geht's jetzt zu den nächsten Produkten. Jetzt kommen wir zu der Kategorie Klamotten. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und wir fangen an mit einer Cap. Und zwar ist das diese Cappy hier. Vielleicht hat der ein oder andere die auch schon öfter bei mir auf meinen Instagram-Fotos gesehen. Das ist eine Cap von New Era. Die habe ich, glaube ich, in 4 verschiedenen Farben und die ist einfach perfekt. Die kann man hier hinten verstellen. Man kann sie mit einem Zopf tragen. Man kann sie aber auch so mit offenen Haaren tragen. Und ich finde, immer wenn man gerade keinen Bock hat, seine Haare zu machen oder man hat einen Bad Hair Day oder sonstiges, man zieht sich einfach diese Cap auf und man ist einfach perfekt für den Tag gestylt und man muss jetzt nicht großartig noch an seinen Haaren rumexperimentieren. Die habe ich bei ASOS bestellt und die hat, glaube ich, um die 20 Euro gekostet. Die ist jetzt in der Farbe Beige. Habt ihr auch noch in Schwarz, in Grau, in Rosa. Also wirklich in so gut wie allen Farben und ich liebe sie einfach. Kommen wir zum nächsten Klamottenteil und zwar ist das diese Jacke.
Danke. Oh mein Gott, ich liebe sie. Tim hasst sie. Ich ziehe sie kurz für euch an. Die hatte ich auch auf der Fashion Week an. Und da hatten mich auch extrem viele von euch gefragt, woher diese Jacke ist. Die habe ich bei H&M gekauft. Die habe ich sogar im Sale noch ergattert. Die hat, glaube ich, gerade mal nur noch 30 Euro gekostet. War runtergesetzt von 60 Euro. Und die ist natürlich Kunstfell, Leute. Natürlich, ich würde mir niemals eine Echtfelljacke holen. Und die hat hier auch noch so kleine Häkchen. Das heißt, man kann die auch noch zumachen. Aber ich trage die eigentlich sowieso lieber offen. Das ist jetzt Größe 36. Fällt ganz normal aus. Auf jeden Fall habe ich die erst vor 2 Wochen bei H&M gekauft. Also wenn ihr Glück habt, gibt es die noch. Aber dann solltet ihr euch auf jeden Fall beeilen. Und ich finde die Farbe einfach mega schön. Und das ist einfach so ein Stück, was ein simples Outfit direkt mega aufwertet. Und deswegen darf die bei mir im Kleiderschrank nicht mehr fehlen und ist ein absoluter Januar-Favorit. Jetzt kommen wir zum vorletzten Produkt. Und zwar sind das diese wunderschönen Timberlands. Die sind in hellgrau. Das sieht vielleicht weiß aus jetzt in der Kamera. Die sind so ein ganz, ganz helles Grau und sie sind so schön. Oh mein Gott, ich habe mich bis jetzt noch nicht so wirklich getraut, die anzuziehen, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe sie Ende Dezember bekommen. Ja, okay, es ist jetzt nicht wirklich Januar. Aber dadurch, dass ich sie im Januar erst getragen habe, ist es ein absoluter Januar-Favorit. Und sie sind wirklich so schön und halten super warm. Sie haben ein richtig krasses Profil. Also gerade auch bei Eis und Glätte draußen rutscht ihr damit nicht ganz so leicht weg wie mit anderen Schuhen vielleicht. Sie sind etwas teurer. Ich glaube, die kosten um die 200 Euro. Ja, ich weiß. Aber von den Schuhen hat man auch wirklich was. Ihr müsst die nur vorher gut imprägnieren und wirklich versiegeln mit einem Schutz, dass die nicht so schnell dreckig werden. Die kommen bei euch an auch schon vorversiegelt und imprägniert und was weiß ich nicht was. Ich habe trotzdem nochmal so einen Schutz draufgepackt, dass die nicht so schnell dreckig werden, damit ich die auch wirklich ein paar Jahre lang hintereinander anziehen kann. Ansonsten wäre mir das echt zu teuer, die nur einen Winter zu tragen und die direkt versaut sind. Aber das ist wirklich ein absoluter Januar-Favorit und ich liebe sie über alles. Kommen wir zum letzten Produkt heute. Und zwar sind das, wer hätte das gedacht, auch wieder Schuhe. Und sie sind so schön. Das sind Overknees. Die habe ich von Zara. Die haben circa 60 Euro gekostet, meine ich. Und die sind sehr, sehr schmal geschnitten und aus so einem, ja, Wildlederstoff. Die haben hier unten noch einen Reißverschluss, damit man besser reinkommt. Und was ich gut finde, die haben einen sehr dicken Absatz und sind auch nicht zu hoch. Das heißt, man kann sie auch im Alltag gut tragen. Und sie sind wirklich, wie gesagt, schmal geschnitten. An alle Mädels, die immer Probleme haben bei Overknees, dass sie wirklich darin schwimmen können. Versucht es mal mit denen von Zara. Die sind, wie gesagt, sehr eng anliegend und auch super bequem und echt schön zu tragen. Und darauf wurde ich auch super häufig angesprochen. Dank euch habe ich die auch gefunden. Ich hatte nämlich bei Snapchat einen Aufruf gemacht vor der Fashion Week, weil ich völlig verzweifelt war, wo kriege ich noch Overknees her? Dann hatten mir ganz, ganz viele geschrieben, guck mal bei Zara vorbei. Ich bin reingelaufen, habe diese Schuhe gesehen, sie mitgenommen und mich sofort verliebt. Also die sind wirklich top und werden mich jetzt auf jeden Fall eine längere Zeit begleiten. So Leute, das waren meine Favoriten für heute und auch für den kompletten Januar. Ich hoffe, dass die Sachen euch gefallen haben. Vielleicht konnte ich euch ja mit der einen oder anderen Sache so ein bisschen inspirieren. Und wenn ihr euch weitere Favoriten-Videos wünscht, vielleicht für den Februar, März, April oder auch für die nächsten Monate, dann lasst mich das doch einfach wissen und schreibt mir das in die Kommentare, damit ich mir mal Gedanken darüber machen kann. Ich habe jetzt übrigens auch wieder mehr angefangen, bei Snapchat aktiv zu sein. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Wenn ihr aber noch mehr von mir sehen wollt, also wirklich meinen ganzen Tag von Montag bis Sonntag und auch wie ich zum Beispiel meine Videos produziere, das ganze Behind-the-Scenes-Material, das könnt ihr wie immer bei Daily Cologne sehen. Es sind ja viele hier neu dazugekommen, deswegen lasse ich das euch nochmal wissen. Hier ist immer am Start meine Vlogkamera. Damit filme ich mich quasi den ganzen Tag. Das mache ich schon seit 5 Monaten mittlerweile. Oh mein Gott. Ihr könnt wirklich, wie gesagt, mein komplettes Leben auf Daily Cologne verfolgen. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Infobox. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen und wenn ihr dort mal vorbeischaut. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Ihr kennt das Spiel. Ihr könnt mich hier abonnieren, wenn ihr das immer noch nicht getan habt. Und hier geht es zu meinem nächsten Video. Da könnt ihr auch super gerne vorbeischauen. Lasst mir einen Daumen oben da, falls euch das Video gefallen hat. Fühlt euch gedrückt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns.